Hallo, Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Etwas chaotisch heute Morgen. Ich habe heute vor, mit euch wieder in, ja, nach Waterdeep oder unter Waterdeep zu gehen. Und hatte das eigentlich ein bisschen anders geplant. Also, wie das jetzt starten soll, das hat jetzt aber nicht so funktioniert, wie das soll, weil ich wieder falsch gedrückt habe. Aber gut, das ändern wir jetzt gleich. Ich wechsle also gleich mal kurz in den Live rüber. Wir gehen in den in das Spiel rein und dann gibt es eine kleine, ja, kurz Zusammenfassung und wir fangen wir an. Genau, also live. Ja, das Typische, wir möchten etwas machen, das Programm erzählt was anderes und am Ende funktioniert es dann doch. So, dann gehen wir mal rein in das Spiel. Lostbox, Press NEK, wir haben die 4, wir haben die 1, wir haben das. Ja, und dann haben wir das. Und wir laden ein altes Spiel. So, also wir sind aktuell auf der 7. Ebene unter Waterdeep und sind an einem Punkt, an dem ich sage, es ist eine Entscheidungssache. Wir könnten jetzt hier hinter wieder runtergehen, würden in die 8. Ebene kommen und könnten von da aus weitermachen. Wir können aber auch hier nach vorne gehen, aber wir haben das Problem, wir sehen hier kein Zurück und wir sehen hier Einbahnstraße. Das heißt, öffne ich diese Tür, wir gehen dorthin durch, kommen wir dahin, wo wir nicht mehr zurückkommen. Aber bevor ich hier anfange und weiterrede, erstmal ein herzliches Willkommen natürlich an alle Zuschauer. Ein Hallo an unsere Xaotina, an unsere Lady Asmodana und ein ganz besonderes Hallo geht an unseren Kistenkater heute Morgen. Ja, ich sehe nämlich gerade bei mir im Chat, er hat einen Meilenstein erreicht. Er hat drei aufeinanderfolgende Streams diesen Monat bei mir angeschaut und damit eine Zuschauerserie gestartet. Und das soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Also auch ein Hallo an unseren Kistenkater. Schön, dass du da bist. Gut. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt im ersten Moment nochmal diesen Gang durchzumachen. Wir haben es das letzte Mal am Ende schon mal versucht und kamen nicht besonders weit. Ich probiere es einfach. Wir haben diesen Spielstand. Sollte es nicht funktionieren, gehen wir wieder zurück und werden von hier aus dann weitermachen und in eine andere Richtung gehen. Aber wir versuchen es einfach mal. Genau. Was anderes können wir eh nicht machen. Also probieren wir es. So, jetzt geht die Tür zu. Wir können hier weitergehen. Das Lustige ist, hier steht, kämpft für eure Freiheit. Das heißt, hier dahinter sind Gegner. Und das ist das große Problem. Diese Gegner sind nämlich nicht gerade ganz so einfach. Aber wir gucken es einfach mal. Oder auch nicht. So, okay. Das heißt, wir müssen da weiter. Hier ist ein Link. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, gehen links und rechts die Wände weg. So. Und wir kommen hier rein. So. Das Problem, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hierfür einen Schlüssel habe. Ich glaube aber schon. Ich probiere erstmal den hier. Das funktioniert. Gut. So. Gut, dann gehen wir mal weiter. So, was haben wir hier noch? Da müsste dann im Endeffekt der Schlüssel passen. Der passt aber nicht. Und jetzt haben wir hier nämlich ein Problem. Wir kommen hier nicht weiter. Obwohl, stimmt, das war ja hier. Richtig, richtig. Wir hatten das Problem, dass dadurch, dass ich jetzt wir haben hier die Wände. So, und ich muss jetzt gucken, dass wir die richtige Seite nehmen. So, also, wir sind hier. Auf der Seite sind hinter der zweiten Tür Skelette. Nee, Moment. Ich muss gerade mal kurz die Karte rumdrehen, damit ich das auch richtig einordnen kann. So, also, wenn wir so rumstehen und wir gehen nach da. Gut, also gehen wir auf der Seite. Wir gehen auf die Seite hier. Machen hier auf. Dann geht die Tür auf. Das heißt, wir kriegen hier einen Schlüssel. So, das heißt aber jetzt, dass die aufgegangen ist. Die Tür. Nee, die ist nicht aufgegangen. Die lassen wir auch zu. Aber jetzt würde mich mal interessieren, was für eine Tür da aufgegangen ist. Irgendeine Tür ist aufgegangen. Ah, die Tür. Interessant. Da ist noch ein Schlüssel.
Sehr schön. Wir sammeln Schlüssel. Also, ich werde mir das aber mal hier auf meiner Karte vermerken. Also, hier Schlüssel und hier Schlüssel. Gut. So, jetzt machen wir aber mal eins. Wir gehen hier rüber. So, die Tür lassen wir zu. Denn da dahinter sind Gegner. Wir gehen jetzt mal hier rein. Da passiert gar nichts. Okay. Oder wir haben die Tür auf der anderen Seite aufgemacht. Nö, auch nicht. Gut. Passiert. Gut, dann machen wir jetzt. Dann gucken wir jetzt hier rein. Da ist einer. Jetzt haben wir den schon mal platt gemacht. Ihr müsst bemerken, bei Kämpfen, da bin ich ein bisschen eigen, was das Sprechen angeht. Das gebe ich zu, weil es einfach, ich konzentriere mich darauf, dass ich dann die richtigen Knöpfe drücke und alles. Das ist natürlich nicht unbedingt Sinn eines Streams, dann nichts zu sagen. Aber nur, dass ihr das schon mal wisst. Also, das ist nicht, dass ich euch das nicht sagen will, aber ich konzentriere mich dann wirklich da ein bisschen auf die Kämpfe, weil das ist natürlich durchaus schon eine wichtige Sache. Aber gut zu wissen, dass wir hier dahinter dann einen Skelettkerl haben. Und das Schöne, Interessante ist, wir haben hier mehr Pfeile. Oh oh. Oh oh, das war nicht gut. Das klingt nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht, dass da eine Tür aufgegangen ist. Stellt sich jetzt nur die Frage, welche Tür aufgegangen ist. Die nicht und die zum Glück auch nicht. Ah, hier. Gut, das war Glück. Da ist auf der anderen Seite eine Tür aufgegangen. Und zwar eine, die uns ein Skelettkrieger herbeigeholt hat. Ich denke mal, dass die Türen alle miteinander verbunden sind. Und man, wenn man in die eine reingeht, auf der anderen Seite dann auch eine kriegt. So, jetzt werden wir erstmal kurz hier ein Camp machen, beziehungsweise ausruhen und heilen. Damit unsere Leute Dings sind, unsere Leute gemacht, geheilt werden, so rum. Genau. So, das Problem, wie gesagt, was ich hier habe, ist, dass wir. Die Tür ist auf, die Tür ist zu. Die Tür ist zu, die Tür ist auf, da. Haben wir einen weiteren Schlüssel. Also hier finden wir ganz viele Schlüssel. Die Frage ist jetzt nur. Wie gut ist das, dass wir diese Schlüssel finden? Gut, also, ich werde jetzt mal gucken. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, geht die Tür auf. Da ist vielleicht auch mal eine dahinter. Sehr schön, wunderbar. Das war knapp. Das war sehr knapp. Das war gar nicht gut. Das war nicht Sinn der Sache. Jetzt haben wir nämlich beinahe unsere Hauptkriegerin verloren. Das wäre natürlich jetzt sehr, sehr übel geworden, wenn uns das passiert wäre, während wir während wir auch am Kämpfen gewesen sind. Aber wir können sie zum Glück noch retten.
Das ist das schöne Vorteil dabei. So, jetzt muss ich hier nur mal gucken. So, da ist unser. Wir haben ja zum Glück genügend Möglichkeiten, entsprechende Heilungen zu machen. Ich bin nur ein bisschen vorsichtig jetzt, weil wir dadurch, dass wir jetzt natürlich so erstmal ihn hier hoch, zack, wieder da hoch, sie nach da, das Schild nach da und dann haben wir das so. Genau. So. Ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Nein, 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 das ist gar nicht gut, das ist nicht gut. So, es ist wahrscheinlich die andere Tür auf der anderen Seite aufgegangen. Ich will trotzdem versuchen, ob wir uns heilen können. Ja, das ist. Weil auf der anderen Seite ist, sage ich euch garantiert, ist auch wieder einer von diesen Skelettkriegern. Und die sind ganz übel. Eigentlich sollten wir auf dieser Ebene schon wesentlich höher von den Leveln sein. Weil ich manchmal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen voreilig bin, haben wir jetzt das Problem. Das sind sogar gleich zwei. Das könnte stark nach hinten losgehen. So, wir haben sie hingekriegt. Das Problem ist, manchmal ist es nämlich so, dass wenn man, während man am Heilen ist, beziehungsweise wenn Gegner in der Nähe sind, dann ist das mit dem Heilen immer so eine kleine Sache. Es wird dann nicht, geheilt, so wie es sein soll, weil, halt die Gegner da sind. Und wenn Gegner da sind, kann man natürlich kein sicheres Lager aufschlagen. So, ich bin jetzt trotzdem. Ah, okay, hier können wir rein, ohne dass wir Angst haben müssen. Gut, das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wir können hier dann in Ruhe unsere Sachen zusammensuchen. Der Nachteil ist jetzt natürlich auch, dass dadurch, dass wir jetzt ich ein bisschen die Gruppe anders aufgestellt habe, also was die Waffenbeteiligung angeht, Blitzstrahl, Magier, die brauchen keine Magierrolle. Das hat uns jetzt mal nichts geholfen. So, gut. Aber wir werden trotzdem erstmal hier ein Camp wieder machen. Ausruhen, ja. So, und da wir jetzt fast alle Türen bis auf zwei Stück offen haben, werden wir das jetzt folgendermaßen machen. Ich werde jetzt nochmal gerade durchgucken, dass wir wirklich auch alle haben. So, erstmal werden wir jetzt hier. Ah. So, zack. Nahrung erschaffen, da. So, jetzt haben wir erstmal alle was zu futtern gekriegt. So, jetzt gehen wir hier mal durchgucken. Also, die Tür ist auf und die Tür ist noch zu. Die Tür ist noch zu und die Tür ist auf. So, das heißt, hier drüben ist es genau gleich. Die ist auf, die ist ja. Ja, okay, gut. Ich weiß, dass ich jetzt wahrscheinlich, obwohl, nee, machen wir eigentlich gar nicht. Wir werden das jetzt ganz einfach machen. Wir werden jetzt erstmal da drüben die Tür aufmachen. Ja, wo bin ich denn jetzt? Nee, falsch. Ja, jetzt habe ich mich verklickt. Und, also, wir haben hier eine Tür. Und wenn ich in die Liste richtig reingucke, haben wir jetzt mehrere Türen hintereinander. Wir werden also jetzt erst einmal. Ja, irgendwo hatte ich doch hier. Da hatte ich den Schlüssel. Gut. Das war nämlich das, was ich jetzt erwartet habe. Wir müssen nämlich jetzt hier verschiedene Türen öffnen. So. Und jetzt werdet ihr euch freuen. Wir sind in dem Raum. In dem waren wir schon mal. Wenn ihr euch erinnert, vielleicht ganz am Anfang, wenn ihr eine der ersten geguckt habt, dann waren wir hier schon mal.
So, damit kriegen wir die Tür auf. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gibt es hier einen Gang nach unten. Und da will ich jetzt gerade mal gucken, wo wir da hinkommen, wenn wir das benutzen. Hier kommen wir nach X1 auf der Ebene 8. X1 ist hier. Ja, ja. Gut. Gut, das ist interessant zu wissen. So. Und wir gucken jetzt mal, wir kommen hier. Das ist nämlich im Endeffekt schön, wir kamen hier nämlich nicht durch. Wir kamen nur hier lang. Und wenn ich jetzt hier nach hinten laufe, wenn mich nicht alles täuscht, ist das nämlich jetzt hier so, dass wir hier auf der Seite ein Portal haben und auf der Seite haben wir hier dahinter Gegner. Und zwar ganz gewaltig viele Gegner. Ich werde jetzt aber trotzdem erstmal eins machen und hier eine Speicheroption anlegen. Das heißt, wir haben das jetzt hier geschafft. Gespeichert, sehr schön. So. Da dahinter ist im Endeffekt nichts. Doch, dahinter sind zwar sind Wachen. Das sind aber 4 Stück, das weiß ich jetzt schon. Das T1, da ist ein Portal. Das hatten wir hier auf der Link. Führt uns zu Q2. Wenn wir mal gerade gucken, wo Q2 ist. Auf meiner Karte ist Q2. Nein, das ist nicht, das ist O. Q2 ist da. Und von da aus kommen wir wieder nach da. Wir benutzen das Portal mal und gucken uns an, was wir da finden. Aha. Interessant. Eigentlich sollten hier gar keine Türen sein. Interessant, interessant. Wir haben ja gespeichert, deswegen machen wir das jetzt mal. Zack. Ah, da haben wir ein Schwert. Ein Säbel. Ein Schlitzer. Ein +3-Dolch. Wow. Das ist gut. Das ist gut. Den kriegt der hier. Das Schwert packen wir nach da. Sehr schön. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Was haben wir hier? Waffe. Okay. Was haben wir hier? Rüstung. Okay. Aber das kriegen wir. Ah, okay. Und was hätten wir hier gekriegt? Magie. Gut. Das ist jetzt natürlich. Wir hätten vorher überlegen sollen, was wir nehmen. Okay, gut, gut, ist so. Aber wir haben den Schlitzer genommen. Okay, passiert. Gut, dann gehen wir jetzt wieder hier zurück. So. Da wir hier gesichert haben, werden wir jetzt trotzdem mal versuchen, ob wir die tot kriegen. Wir probieren es einfach. Mehr als schief gehen kann es nicht. Und dann haben wir der hier gespeichert und tut es. Ach, sind nur 2. Gut, Komi ist aufgestiegen, das heißt, unsere Schurkin hat dann doch noch ein bisschen mehr was gekriegt. Die Schwerter brauchen wir nicht. Aber wir haben zumindest schon mal es geschafft, also die hier platt zu kriegen. Das heißt, die haben wir schon mal nicht mehr am Hacken, wenn wir das nächste Mal oder wenn wir hier nochmal irgendwas machen sollten. Aber unsere Kriegerin ist trotzdem ein wenig angeschlagen. Wir hätten vielleicht doch erst lesen sollen und dann die Rüstung nehmen, statt erst den Dolch nehmen. Aber er hat uns zumindest schon mal gute Dienste geleistet. Schließlich und endlich hat er uns geholfen, die beiden hier zu besiegen. Und das ist auch schon mal nicht schlecht. So, ich sammle jetzt gerade meine Waffen wieder ein. Und dann können wir schnell eine Heilungsrunde machen. Klack, klack, klack. Genau. Wir machen jetzt eine Heilungsrunde. Zack, zack, zack. So. Heilungsrunde. Ausruhen, ausruhen. Und dann haben wir das auch schon mal wieder erledigt. So.
Ich würde jetzt gerne aber überlegen, wie wir am besten vorankommen. Wir müssen jetzt irgendwo runter. Wir haben hier drei Portale, eigentlich vier Portale. Fünf Portale, um genau zu sein. Eins, zwei, nein, doch drei nur. Vier nur. So. Wir wollen in die Ebene nach unten. Wir könnten mal gucken, welche Portale uns dann fehlen, beziehungsweise was wir eventuell von den Portalen nutzen können. Wir haben jetzt ein paar Sachen, die wir vorher noch nicht hatten. Heißt, wir hatten zum Beispiel den Dolch, hatten wir schon, aber es gab ja noch ein paar andere Sachen, die wir gekriegt haben. Und da haben wir da, was haben wir denn da? Ein Zauberstab? Ne? Was ist das? Das ist ein Zepter der königlichen Macht. Okay, das nehmen wir mal mit. Das können wir immer mal gut, das können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Und das ist ein Zauberstab, den kann aber keiner von uns benutzen. Da ist nichts und da ist auch nichts. Okay, gut. Also gehen wir jetzt mal hier gucken. Wir haben hier insgesamt doch fünf Portale. Ich hatte doch recht. So, also. Wir nehmen jetzt uns mal ein Zettelchen und schreiben uns übrigens mal auf, welche auf den Portalen was wo ist. Also oben ist das, oben links ist das Kreuz. Darunter ist die kleine Kette. Kleine Kette. Darunter ist das Ei. Darunter ist der Dolch. Und auf der anderen Seite haben wir die große Kette. Das Zepter, den Ring und dann haben wir hier unten einen Teil, das wir hier nicht sehen. Das gehen wir hier, da haben wir den Diamant. So, wir haben in unserer Tasche bei unserer Livia haben wir die große Kette. Wir haben den Ring. Wir haben den Dolch und wir haben die kleine Kette. Das Zepter bekommen wir nicht mehr. Das weiß ich jetzt schon, weil das Zepter ist weiter oben in der dritten Ebene und da kommen wir nicht mehr hin. Also passt das schon mal nicht. Das Einzige, wo wir von hier hinkommen, ist Ebene 4. Das ist nicht weiter so. Da fehlt die große Kette und auf der Seite wäre das Portal in Level 4. Nützt uns also nichts. So, hier fehlt uns der Dolch und wir kämen in Level 9. Das wäre auch schon mal interessant. Hier fehlt uns die kleine Kette. Wir stehen nach Norden, das heißt, wir kommen in Ebene 5. Und wenn wir hier durchgehen mit dem Kreuz, wenn wir es hätten, kämen wir in Ebene 11. Passt uns aber nicht. Aber wir nehmen jetzt einfach mal Ebene 9, weil das ist das Einzigste, was mir jetzt einfällt, was wir machen können. Also nehmen wir den Dolch, gehen drauf, das Tor geht auf und wir gehen durch. So, den Dolch packen wir weg. Wir sind in Ebene 9. So. Hier haben wir ein Portal, das ist das Portal nach Ebene 9, nach Ebene Dings, 7 zurück. Deswegen machen wir das jetzt mal ganz einfach. Wir gehen jetzt so. Oh, muss ich gerade gucken, wo wir dann sind. Wir sind jetzt hier. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal. Ich weiß, dass wir hier schon ein bisschen was erledigt hatten, weil wir hier schon mal waren. Da ist der Gang in die eine Richtung. Und da ist der Gang in die andere Richtung. So, wir gehen jetzt nach Norden und gucken mal, was wir da doch gemacht haben oder noch nicht gemacht haben. So, die Tür kriegen wir nicht auf. Zumindest nicht, wenn wir hier reingehen. So, und hier ist was dahinter. So, wir werden jetzt trotzdem hier mal eine Speicheroption machen, damit wir nicht wieder das Ganze von vorne machen müssen. So. Hier ist aber Klaus. Ah, oh. Also. Scheiße. Jetzt aber. Hallo.
Das ist, wenn man sich verklickt. Gut. Gut, wir haben sie besiegt. Das waren zwei Bestien. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die heißen. Aber die gibt es hier sehr häufig. Auf dieser Ebene. Die hatte ich schon ein paar Mal. Die sind ganz übel, weil die neben ihrem Schwanzdingern, die sie da haben, auch ein bisschen Magie beherrschen. Und das ist natürlich nicht ganz so gut. Magie ist immer so ein zweischneidiges Schwert, sage ich gerne. Weil Magie, da kann man sich so nur ganz bedingt gegen wehren. Und genau. Und wir sehen ja, wie gut Magie gegen Krieger wirkt. Nämlich sehr gut. Aber gut, okay. So, dann gucken wir mal hier. Wir haben... Ja, so, noch ein paar Pfeile. Das ist sehr schön. Haben wir schon mal etwas. So, hier haben wir Pfeile. Aber was schön ist, hier drin sind wir sicher. Das heißt, wir können hier erstmal ausruhen. Wieder. So, das haben wir gemacht. So, jetzt gucken wir mal. Auf der anderen Seite komme ich rein. Aber, und das ist das Interessante, wenn wir auf der Südseite gehen, dann müssten wir reinkommen in diesen Raum, der auf der anderen Seite ist. Ich will es mal probieren, ob wir es hinkriegen. Das wäre natürlich schön, weil ich wüsste gerne, was in diesem Raum ist. Ich habe das Gefühl, wenn der so gut gesichert ist, dass da irgendwas ist, was wir brauchen können. Was uns wahrscheinlich sogar eine Hilfe gibt. So, wir müssen hier lang, so hier durch. Okay. Und hier ist jetzt... Ah, okay. Hier kommen wir rein. Das ist eine Unsichtbarkeitsrolle. Also doch gar nicht so wichtig. Aber... Ah, doch. Ist nur das. Okay, gut. Dann machen wir hier die Tür auf. Und gehen raus. So, gut. Wir gehen jetzt mal kurz hier hoch. So, wenn ich jetzt da drauf gehe, geht... Irgendwo etwas auf oder etwas zu. So, ich weiß jetzt noch nicht was. Deswegen werden wir das jetzt einmal mal so machen. Speichern. Speicherstand an der Treppe haben wir ja eh schon. Hier passiert nichts. Okay. Ihr habt etwas vergessen. Okay, wir haben etwas vergessen. Wir haben etwas vergessen. Okay. Okay. Das ist interessant. Hier sind einzelne Nischen. Das ist aber interessant. Was ist hier? Alle der Diebe. Ich würde jetzt ja glattweg behaupten, irgendwas wird uns hier geklaut. Aber eigentlich ist uns nichts geklaut worden. So, entweder haben wir das außer Kraft gesetzt oder wir haben Glück gehabt. So, wir sind jetzt hier in diesem Raum. So, es geht einmal hier weiter. Da ist eine Tür, da waren wir auch schon drin. Wir gehen trotzdem mal rein. Da ist ein Raum, da waren wir schon drin. Da ist ein Raum, da waren wir auch schon drin. Und hier... Passt auf eure Köpfe auf, das heißt, es fällt was von oben runter, wenn wir bis zum Ende durchgehen. So, hier geht es nicht weiter, klar. So, also hier waren wir schon. Ich will mal gucken, ob wir hier irgendwo was drinnen liegen haben lassen, was ich vielleicht übersehen habe. Gut, also haben wir nicht. Okay, gut, dann gehen wir mal hier weiter. So, wir kommen nämlich jetzt hier hin. Da haben wir einmal einen Raum nach da, einmal eine Treppe nach da, die geht nach oben und wir haben hier etwas, da haben wir etwas
So, was haben wir hier? Es spendet eine Rüstung. Wir haben, glaube ich, noch Rüstungen, die wir spenden können. Müssen wir mal gucken, wer. Ah, da, ja. Eine Rüstung. Da spendet ein Schwert. Wie praktisch, dass wir eins haben. Da spendet ein Geschoss. Ist ja auch nicht schlimm, weil wir haben ja noch genügend Geschosse. Moment, da. Und da wahrscheinlich eine spendet ein spendet Essen. Können wir auch. Sehr schön, da kommen wir wieder zu diesen Bestien. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wow. Oh, das könnte. Oh, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Nein, das geht nicht gut. Ja, mal gucken, ob wir es schaffen. Ein bisschen, was haben wir ja noch in der Rückhand? Oh, sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Ja, sehr schön. Ach, ich freue mich immer, wenn ein Plan funktioniert. Wobei, diesmal muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte gar keinen Plan. Ich habe einfach wild drauf losgeschlagen und es hat funktioniert. man hat hier auch hier nicht so diese Möglichkeit zu sagen, okay, ich agiere jetzt nach Art. Ja, wie soll ich sagen? Ich weiß, was kommt, wenn ich auf den Knopf drücke. Das ist immer so eine Zufallsgeneration. Aber wir sind relativ gut mittlerweile ausgestattet. Und das hilft uns dann doch schon eine ganze Menge. Und wir können da gut agieren. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Dolche. Die, ja, da kommen da nicht hin. Die kommen dann hier hin zu unserem Dieb. Der eigentlich völlig nutzlos ist, weil er kann nicht mal Schlösser knacken. Wir haben es mehrfach schon versucht, aber es funktioniert nicht so. In diesem Raum, was ist denn in diesem Raum eigentlich drin? Ah, in diesem Raum gibt es nur einen Durchgang in einen anderen Raum. Okay. Ah, da, gut. Wir werden aber trotzdem jetzt erstmal hier gucken. Kriegen wir hier die Tür von innen zu? Nö, die kriegen wir nicht zu. Das heißt, die bleibt offen. Oh, was ist denn das? Oh, wo kommt denn der jetzt her? Nein! Wo kommst du denn jetzt her, du blödes Mistvieh? Ich glaube, wir haben eine Rolle Tote wieder erwecken. Die müssen wir dann jetzt benutzen. Soweit ich weiß, haben wir eine Person festhalten. So, kurz. Magie. Wann? Stärkung. Nein. Tote erwecken, da. Gut, wir haben eine Toten erwecken Rolle. Ach, Glück gehabt. So, jetzt speichern wir gleich mal, bevor hier nochmal was passiert. Und Ende, ausruhen. Also das war ja jetzt Dings, wir hatten alle platt gemacht und plötzlich taucht da nochmal so ein Viech auf. Das ist echt übel. Sowas mag ich überhaupt nicht. Solche Überraschungen. Gerade wenn ich erkläre, dass ich ja eigentlich sowieso keinen großen Plan habe. Und dann passiert sowas. Also das war jetzt mies. Ganz mies, ganz mies, ganz mies. So, aber wir haben es zum Glück überlebt und geschafft. Mit Glück und allem drum und dran. Das funktionierte. So. Mal nach vorne. Ablegen. Nein, ablegen. Pfeil nehmen. Und der kommt dahin. Aber da fehlt mir... Ah, da. Das war jetzt nicht nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, weil ich diese wichtige Rolle jetzt verplempert habe. Aber gut, ist halt so. Wir gehen mal durch und gucken, was wir hier finden. Hier ist einmal eine Tür. Ah, nee, da waren wir schon. Gut. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Okay, okay. Gut. Gut, gut, gut. Das sind diese zwei
Durchgangsrein. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen mal gucken, wo wir runter in die in Level 10 kommen. Ich gucke gerade mal. Also, wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Also. Nein, haben wir nicht. Doch, wir haben drei Möglichkeiten nach Level 10. Also, X2. Der Gang X2, das wäre. Ja, wo ist denn X2? Da, das ist da. Gut, da sind wir aber. Ja, gut, da kämen wir jetzt über diesen Raum hin, wo wir sind. Ja, X7 ist. X7 ist. Ah, wenn wir auf da, wo der rauskommen sind, auf der anderen Seite durchgehen, dann kommen wir zu X7 und X8 wäre auch von denen. Also gehen, wir machen das jetzt einmal ganz anders. Wir gehen jetzt einfach mal zurück. Obwohl, nee, wir versuchen, ob wir über X2 reinkommen. Also gucken wir, ob wir das hinkriegen. So, jetzt sind wir hier. So. Da ist ein Raum. Was steht da? Ups, Moment. Was steht da? Die Listigen und Agilen sollen durchkommen. Okay, gut. Also das ist hier. Gut. Jetzt nach da. Da sind wir schon. Gut, dann nach da. Kombinationsschloss, Beeilung. Okay. Wir sind jetzt hier. Und müssen hier rüber. Da sind wir da. Da waren wir schon. Rein aus Vorsicht gehen wir mal nach vorne. So. Nach da, dann hier hoch, hier lang, hier lang, hier lang und da geht's nach unten. Okay, sehr schön. So, ich werde euch jetzt mal ganz kurz hier stehen lassen. Ich muss nämlich mal ganz dringend wohin. Aber wisst ihr mal eins, ich bin jetzt wieder da, ja, wisst ihr mal eins, eins muss man sagen, das Spiel hier ist wesentlich entspannter als Diablo 4, das ja seit Freitag in der geschlossenen Beta ist. Und mein Mann hat Zugang, Pseudo-Zugang muss man sagen, denn er versucht seit Freitag reinzukommen und es klappt nicht. Ich finde sowas nicht in Ordnung, gerade einer so großen Firma wie Blizzard. Die sollten eigentlich wissen, wie es funktioniert. Und wenn ich jetzt schon sehe, in der geschlossenen Beta kriegen sie es nicht hin. Die Leute, die das Spiel vorbestellt haben, und das werden doch schon einige sein, das hätten sie ja vorher wissen müssen, dass sie es nicht hinkriegen. Wie soll das in der Open Beta werden, die nächste Woche startet? Für 4 Tage. Und vor allen Dingen, wie wollen sie dann noch weitere Verkäufe, sichern? Denn wenn das jetzt schon so läuft, wie soll das beim Release dann auch noch werden? Und dann werden die Leute einfach nicht mehr reinkommen. So, gut. Aber so viel dazu. Wir gehen jetzt runter in Ebene 10. Das heißt, wir sind jetzt bei X2 und kommen auf X2 auf Ebene 10. So, die Ebene ist schon wesentlich leichter, kleiner. So, und wir gucken mal, was da passiert. So, also erstmal machen wir jetzt hier nochmal eine Speicherstation. So. Ende. Ende und wir gehen nach unten und kommen bei X2 raus. So, das ist hier. So, hier unten sollen
Ja, keine netten Menschen, keine netten Figuren leben. So, zack, zack. Wir gucken mal. Vor allen Dingen, weil rein theoretisch hätten wir eigentlich auf der vorgehenden Ebene. Wir haben bis jetzt noch nicht den Zwergenkönig gefunden. Ich bin immer noch am Suchen nach dem Zwerg. Wir gehen mal gerade zurück. Ich will jetzt erstmal gucken, wo wir den Zwerg finden würden. Oder ob ist der hier unten oder ist der noch weiter unten? So, ich will mal gucken. Also das ist eine Tür. Ich weiß, dass wir den Zwerg bei den Tor finden normalerweise. Aber wo? Ich hatte die letzte. Hatte ich doch irgendwo gesehen gehabt. Bergenprinz. Nö, irgendwie nicht. Na gut, egal. Wir machen jetzt hier einfach weiter. Irgendwann werden wir ihn entweder finden oder wir haben ihn einfach übersehen und dann ist das halt. Machen wir das Spiel irgendwann nochmal und dann gehen wir ganz von vorne los und machen das richtig. Und dann kriegen wir es hin. So. Ja. So. Wir kommen jetzt gleich an eine Ecke, wo eine Tür und ein Gang ist, beziehungsweise zwei Türen eigentlich. Eine Tür nach da. Interessante Türen übrigens. Aha, okay. Moment, da steht was. Stock. Steht hier auch was? Nö, hier steht nichts. Steht hier was? Nö, hier steht auch nichts. Okay, gut. Wir werden uns jetzt gucken. Wir werden diese Tür öffnen. Ob das eine gute Idee ist, werden wir gleich wissen. Da ist nichts. Also war das wohl doch schon mal eine gute Idee. Da ist ein Schalter. Da ist eine Tür aufgegangen. Okay. 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 Sehr schön. Da haben wir einen Ring. Moment, da steht was an der Wand. Springt. Springt. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Zu springen, meine ich. Was meint ihr? Wollen wir es probieren? Wir machen eins, wir machen hier eine Speicheroption und springen. So, wenn wir hier runterspringen, wir sind hier, O1, kommen wir mit L10. Verstehe ich nicht. Ah nee, das ist Q. Entschuldigung, da, Pit Level 10. Okay. L10. L10, wo sind wir denn da? Ah, okay, wir kommen dann da raus. Also wenn wir hier runterspringen, kommen wir in Raum 11. So, was haben wir? Wir gucken aber mal kurz hier, was wir haben. Treasure Pad Level. Ah, wir bleiben auf dieser Ebene. Wir bleiben auf dieser Ebene. Habe ich gerade entschieden. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass wir hier was finden, was wir suchen. Wir müssen nur gucken, dass wir hier durchkommen. So. So. Jetzt nochmal. Ah, okay, jetzt sind wir wieder richtig. Sehr schön. Wunderbar. Gut, wir sind jetzt hier. Da ist die Tür. Wir gehen. Ja, genau. Wir gehen hier weiter. Ah, da.
Gut. Gut. Spiel laden. So. Zweiter Versuch. Aber wir gucken mal, ob wir auf der anderen Seite besser durchkommen. Machen hier aber die Tür zu. Auf der anderen Seite, aber kommen wir nicht dahin, wo wir hinwollen. Wir müssen da durch, ob wir wollen oder nicht. Aber wir gehen trotzdem mal hier lang. Mal gucken, was wir hier finden. So, also einmal finden wir da was nach links. Da haben wir was. Was haben wir denn da? Gift neutralisieren. Das ist gut. Weil ich glaube, das werden wir auf jeden Fall brauchen. Gut, da ist nichts. Weiter. So, dann gehen wir hier in den Raum rein. Da haben wir einmal hier unten was. Da ist auch nichts. Gut, dann gehen wir hier nach da. Da kommen wir zu zwei Dingern. Da ist auch nichts. Und dann kommen wir hier hin und hier ist irgendwo ein... Ah, da. Gut. Ich wusste doch, dass wir da irgendwo in diesem Raum einen Eingang haben. Gut, aber hier ist nichts drin. Das ist nur der Raum. Gut. Gut, dann haben wir die Seite abgehakt. Oh, oh. Ich glaube, wir haben Gift neutralisieren. Okay. Irgendwie wohl doch nicht das, was wir gedacht haben. Das ist natürlich nicht so schön. Wir werden trotzdem mal gucken, ob wir hier ausruhen können. Rein theoretisch sollte das funktionieren. Rein theoretisch, praktisch wissen wir das natürlich nicht. Gut, es funktioniert. Gut. Dann gucken wir mal, was wir hier finden. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade überlegt, ob das eine gute Idee ist. So, da kommt mein Mann. Warum auch immer. Sehr schön. Also ich kann euch sagen, Kistenkater hat es geschafft, in Diablo 4 reinzukommen. genau. So kann das gehen, ich freue mich für ihn, ganz ehrlich. Also, weil das ist, neben dem, dass es natürlich ärgerlich ist und alles, es ist natürlich auch eine Kostenfrage, weil schließlich unendlich hat man natürlich auch hier das Problem, dass man sich überlegen muss. Man hat ja dafür Geld ausgegeben. Da ist er.
So, ja, Entschuldigung, ich war jetzt gerade etwas irritiert. Nein, also es ist natürlich schön, ist auch eine Kostenfrage, wenn man sich überlegt, dass man da 70 € für ein Spiel ausgibt, weil kriegt zugesichert oder kriegt gesagt, ihr könnt da da spielen und dann funktioniert das nicht. Das kann es nicht sein. Also das ist eine Sache, da muss ich sagen, da bin ich ganz ganz, ganz schön angepieselt, dass das nicht so funktioniert, wie das soll, weil das muss nicht sein. So, jetzt gehen wir mal vor und gucken, ob wir hier ein bisschen was einordnen können. Natürlich von unseren verbrauchten Sachen. So, da machen wir das da. So, jetzt machen wir, zack, da gibt es Pfeile. Ich weiß, dass wir hier, wenn ich das höre, haben wir hier ganz viele von diesen komischen Viechern. Und die mag ich überhaupt nicht. Bah, die sind eklig. Hä? Achso, da. Entschuldigung, falsche. So, da haben wir nichts. So, zack. Oh, da kommt einer. Das sind, diese Paralysierungsdinger sind natürlich ganz übel, wenn man überlegt, dass man da nichts gegen machen kann. So jetzt. Gut. Langsam wird es aber übel, weil ich langsam keine Möglichkeit mehr sehe, meine Leute auszustatten. Wenn ich mir überlege, gleich kommt der nächste um die Ecke. Ja, ich hoffe, dass wir diesmal zumindest einen Schlag von unseren vorderen Kämpfern in die Reihe kriegen. Auch wenn es langsam eng wird. So, zack. Und zack. Zack, so. Zack. So, mal gucken, wo wir den unterbringen. Da brauchen wir keinen. Da brauchen wir auch keinen. Also sind das diese Extra-Dinger, die wir haben. Die wir aber schon gleich mal wieder einsammeln. So, einmal zurück, dann kriegt sie hier ihre und zweimal vor und dann haben wir hier. So, also jetzt sind wir schon mal relativ gut eingesammelt. So, wir gucken jetzt mal hier. Hier ist ein Gang, da ist aber nichts drinne. Gut. So, aber eins werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt erstmal hier eine Speichersicherung machen, weil ich habe das Gefühl, sonst geht das vielleicht gleich wieder nach hinten los. Und das muss nicht sein. So. Da. Ah, okay. Hier ist Ende Gelände. Ja. Dieser Spruch verfolgt mich diese Woche. Weil den habe ich auch bei uns an die Tafel geschrieben. Ende Gelände. Denn so weit sind wir schon. So, ich denke mal, das hinter dieser Tür, welche sind. Und genau da müssen wir dann auch noch durch. Das ist das Wunderbare. Ich liebe so etwas. So, wir gehen aber jetzt trotzdem erstmal schnell die Räume hier ab. Und bevor wir da in diesen Gang reingehen. So, zack, zack. So, da. Ach so, da waren wir ja gerade schon. Oh, da. Scheiße. Das ist natürlich nicht gut. Oh, einer unserer wichtigsten Angreifer hat jetzt. Oh, Glück gehabt. Huh. Schnell ausruhen.
Ich wollte jetzt eigentlich gerade in diesen Gang daneben rein und schnell durchgucken und zusehen, dass wir da dann ganz schnell sehen, ob da noch welche drinne sind, und dann sind da noch welche drinne. Stelle mich jetzt mal so, damit, falls die da rauskommen, ich gleich das sehe. Oh, zack, den Pfeil. Einen Pfeil haben wir jetzt verpasst, aber das ist halt so. So, da ist keiner. Und da ist. Ah, da ist ein Schlüssel. Den nehmen wir mit. Und was ist das? Menschenknochen. Naja, die lassen wir hier liegen. Das dürfte nämlich der Magier sein. So. Gut. Da wären wir durch. So, wir wollen aber gerade noch hier den einen Pfeilhund, den wir verschossen haben. So, und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Durchgang zu nutzen und auf die andere Seite zu kommen, dahin, wo wir hinwollen. So, also speichern, damit wir wissen, was passiert. So, jetzt hier rein. So, einmal. Ups. So, einmal. So, was steht hier? Stock. So. Gut, also wir sind hier in diesem Raum. Gut, wenn wir jetzt da lang gehen. Da was? Nee, da steht nichts. So. Da geht es nach Süden. Da kommen drei Löcher, die von oben runterkommen. So, und da kommen wir in ein Portalraum, wenn ich das richtig sehe. Gut, wir gehen trotzdem mal rein. Gut. Gut, Dorum ist eine Station aufgestiegen. Sehr schön. Das heißt, einer unserer Zwerge kann jetzt ein bisschen mehr, als er vorher konnte. Immerhin, schon mal etwas. So. Hier packen wir wieder zwei Steine rein. Gehen nach vorne und packen hier dann die beiden Pfeile rein. Sehr schön. So. Okay, das ist aber. Ah, okay. Also hier wären wir runtergekommen, wenn wir. Nee, wären wir nicht. Okay, also jetzt bin ich irritiert. Das sollte eigentlich nicht so sein, wie es hier ist. Komisch. Okay, gut. Gut. Das nützt uns nicht viel. So, wir machen jetzt erstmal hier kurz Camping, damit wir unsere Livia wieder benutzen können. So, wir machen hier einmal einen Speicherpunkt. Das ist, ich sage es immer wieder gerne. Speichern, speichern, speichern. Das ist das Wichtigste in alten Spielen. Ihr habt einen Speicherstand und der ist halt, ja, der ist halt immer so. So, wir gucken mal. Also hier. Ah, hier sind. Okay. Das Schlimme ist, es reicht ein Schnitt von denen reicht und du bist. Deine wichtigsten Kämpfer sind außer Gefecht gesetzt. Gut, das war wieder mal Glück im Unglück. Glaube ich zumindest. So, jetzt werde ich erstmal schnell. Ich will nicht tauschen. So, erstmal schnell ausruhen, falls hier noch was kommt. Weil es hört sich. Man hört hier immer im Hintergrund dieses Klack, Klack, Klack. Und das heißt, das ist noch was in der Nähe. Ach, ja. So, da kommen wir jetzt aber zu X1. Das geht wieder nach oben. So, zack. Und zack. Weit zurück. Und zack. So, eins nach da. Da kommt was. Ich höre es, ich höre es, ich höre es. Es vor- und zurücklaufen. Hört ihr es auch? Ah, da ist eine Treppe nach oben. Da geht eine Treppe nach oben. Was heißt?
Wir sind, wo sind wir denn hier? Ah, da, ja, genau. Da, wo wir hin, nicht da, wo wir hin wollen, aber. So, hier waren wir nämlich schon mal, als wir hier runtergekommen sind und sind dann ganz schnell raus. Aber jetzt machen wir, holen wir uns erstmal. Okay, hier ist ja gar keiner. Okay. Okay, gut. Dann ist das nur ein Hören von der anderen Seite. Aber von welcher? Hey, das finde ich jetzt aber sehr, sehr interessant. Okay, weil eigentlich sollte hier nicht sein. So, da ist die Treppe nach oben. Also hier waren wir jetzt fertig, also gehen wir jetzt wieder zurück. Gut. So. Einmal hier durch. Einmal dadurch. Das heißt, hinter dieser Wand sind die Viecher, die wir gerade hören. Gut. Speicherpunkt. Sicher ist sicher. So. Und dann machen wir hier mal auf. Gehen eins vor und hoffen, dass jetzt... Gucken wir nach da. Ah, von da kommt was. So, schnell ausruhen. Weil wir müssen... Eigentlich hätten wir diesen Gang gar nicht runter gemusst. Okay, gut. Ich bin jetzt trotzdem drinne. Eigentlich hätten wir da gar nicht reingemusst. Aber egal, wir sind drinne und das ist das, was jetzt wichtig ist und was wir jetzt ausnutzen werden. Aber ich habe das Gefühl, dass hier noch eine ganze Menge mehr von diesem Viehzeug rumläuft. Und ja, genau. So, jetzt werden wir aber mal eins machen. Ich werde jetzt mal eins machen. So, besser. Genau. Ich werde nämlich jetzt nicht den Stein und den Ding, hintereinander, weil auf diese Art und Weise haben wir das Ganze ein bisschen mehr ausgeglichen. Und können da ein bisschen mehr agieren. Aber wieso haben wir jetzt mehr solche, als wir vorher hatten? Sehr schön interessant. Ah, da kommt was. Gut. Oder auch nicht. So. Zack. Interessant, interessant, interessant. So, wir gehen jetzt erstmal nach hier und gehen eins weiter und sammeln jetzt erstmal schnell die Sachen hier ein. So, das haben wir. Eins zurück. Zack. Zack. Und zack. Zack. Nach vorne ein. Machen kurz ausruhen, damit wir die zwei wieder benutzen können. Ja, das ist ein... Also heute bin ich ein bisschen... Ja, aber wir sind ja auch schon relativ weit gekommen. Das muss ich mal dazu sagen. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir das heute so weit schaffen. Aber wir haben es und das ist das Gute. So, da rein. So, jetzt gucken wir mal. Also wenn wir jetzt hier... Ich will gucken, was wir hier noch alles drin haben. So, hier müsste noch irgendwo was sein. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Ah, da war was. So, sehr schön. Haben wir auch wieder hingekriegt. Das war ein ganz schneller Kampf und wir haben alles so hingekriegt, wie wir wollten. Also, wir haben zwar Livia wieder paralysiert, aber wir konnten... Und wenn man jetzt hört, hört man nichts. Das heißt, wir haben jetzt hier alle raus und wir können jetzt hier in Ruhe diesen Gang erstmal durchsuchen und gucken, ob wir hier irgendwo noch was finden. Speicher natürlich nicht vergessen.
So, genau. Und dann gucken wir mal weiter. So. Also, jetzt mal gerade gucken. Wir sind jetzt hier. Das ist der Eingang. Gut. Also gehen wir jetzt erstmal nach hier hinten. Gehen hier durch. Da. Zack. Und da haben wir wieder einen Pfeil. Sehr schön. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt haben wir den. Gehen wir hier raus. Gehen hier lang. Eins nach da. Gehen hier runter. Nach da. Haben wir den. Da ist nichts. Gut. Dann einmal nach da. Gehen hier nach ganz hier hinten. Gehen hier rein. Da ist aber. Okay. Gut. Rein. Das sollte eigentlich schon Durchgang sein. Okay. Ah, okay. So war das gedacht. Ah, gut. Verstehe. Gut. Dann war das mein Guckfehler. So. Wir sind jetzt aber wieder da, wo wir waren. So. Und jetzt geht's hier lang und wir gehen hier weiter. Gut. Jetzt kommen wir hier. Und wenn ich das höre, hört sich das schon mal wieder gar nicht gut an. Ah, ich liebe so etwas. Langsam mag ich sie, aber nicht als Gegner. Könnte man nicht so einen als Charakter aufnehmen? So eine Klinge? Gut, wir probieren es einfach mal. Ja, und das ist mal wieder etwas, was mir gar nicht so gefällt, wie es soll. Okay, gut. Hat funktioniert. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger hat es funktioniert, aber nur. Ah, ich würde eher sagen weniger, weil wir haben schon wieder zwei Kämpfer, die paralysiert sind. Aber ist halt so. Kriegen wir aber wieder hin. So. Eins zurück, Pfeil. So, ist eins da vorne. Und wir hören ja hier auch jetzt gerade nichts. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal keine weiteren Gegner. Jetzt bin ich bin nur irritiert, warum wir, obwohl wir immer alles einsammeln, hier immer mehr Dolche bekommen. Ich finde es ja nicht schlecht, also, aber man kann halt die Dolche nicht benutzen, so nach dem Motto, wir nutzen die, um aus der Tasche heraus noch zu werfen, weil man hat halt nur die drei Plätze oder vier Plätze, die man halt hat, um das hinzukriegen. So, wir machen hier mal ausruhen wieder. Das heißt, die erste Tür haben wir hinter uns, die zweite Tür kommt jetzt. Hinter dieser Tür ist hinter dieser nächsten Tür ist ein großer Raum oder soll ein großer Raum sein mit zwei Türen, hinter dem Schalter sind. So, und diese Schalter müssen wir benutzen, wahrscheinlich um weiterzukommen. So, wir sind hier. Genau. Was im Fall des Feuers? Eines Feuers. Okay. Und im Fall einer Überflutung. Gut, oder auch nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier kommen wir nur weiter mit einem Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel, aber ich will trotzdem erstmal jetzt hier eine Sicherung machen. So, wir haben noch 20 Minuten. Ich will es auf jeden Fall mal probieren. So, das heißt, wir machen das auf. So. Gut. Dieser Gang. So, was steht da? Willkommen. Dies war nicht nett. Kann ich euch sagen? Okay. Gut, so. Jetzt haben wir unsere Heilerin wieder. Jetzt kann unsere Heilerin nämlich wieder auf unsere Heiler sprechen oder auf ihr sich selbst oder wie auch immer. Also das war jetzt nicht nett, ganz ehrlich. Man drückt auf ein Schild Willkommen und wird von einem Feuerball getroffen. Ich hoffe nur, dass das nicht jedes Mal passiert. Deswegen werde ich jetzt mal eins machen. Ich werde jetzt gerade mal kurz sie nach da packen. Nur rein kurz, um das zu testen. So. Hat aber wohl nicht funktioniert. War halt wohl. Oh, was haben wir denn da? Als es Shintra klar wird,
Wie es um sie steht, fleht sie um ihr Leben, wartet, tötet mich nicht. Ich kann euch wichtige Informationen geben. Ich weiß, wie ihr den König retten könnt. Das ist doch was wert. Oder tot bin ich euch nichts wert. So, jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Wir können sie töten, wir können sie anhören oder wir können sie gehen lassen. Ich bin jetzt mal die liebe, nette und freundliche. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Traw. Und deswegen hören wir sie uns an. In Todesangst platzt Chintra ihre Geschichte heraus. Es ist klar, dass ihr von Xanatas Plan wisst. Er entführte Prinz Khairaga, um die Dunkelelfen und die Zwerge gegeneinander aufzuhetzen. Da wir wussten, dass der König zu stur sein würde, sich sein Hirn waschen zu lassen, habe ich ihn vergiftet. Nur mit einem Trank, den ich in der Ebene unter im Raum der Schalter versteckt habe, kann er aus seinem Koma gerettet werden. Bevor ihr weitere Informationen von Chintra bekommen könnt, wird das Team von einigen tanzenden Lichtern weiter unten im Gang abgelenkt. Als ihr euch wieder umseht, ist sie verschwunden. Ja, sowas gibt's. Sowas gibt's, aber gut. Ja, das nennt man dann Freundlichkeit oder auch nicht. So, was haben wir hier? Zwei Portale. Hier fehlt uns der Zepter, also das, was wir nicht nutzen können. Und auf der anderen Seite fehlt uns der Ring. Den haben wir. Und mit diesem Portal auf der Seite, wir sind reingekommen, auf der allerdings kämen wir in die Ebene 6. Nützt uns aber nichts. Wir wollen auf jeden Fall auf diese Seite. Denn hinter dieser Tür, liebe Kollegen, finden wir jemanden, den wir suchen. Das Problem ist nur, dass ich fürchte, dass wir uns da erstmal ein bisschen durchkämpfen dürfen. Und, ja, wir haben noch eine Viertelstunde, wir versuchen es einfach. Also auf in den Kampf, die Spielermutter naht. Oder so ähnlich. Zack, zack. Okay, zack, zack. Ah, sehr schön. Zack. Oh, hier ist ein Raum. Oh, oh, okay. Ah, stimmt, das sollte ein Raum sein. Und da ist er! Wir haben den Prinzen gefunden! Ja! Hier steht Prinz Khaira mit seinen Fesseln kämpfen. Er sieht euch flehentlich an. Bitte, ihr müsst mich befreien. Ich muss zu meinem Clan zurück, meinen Krieg zwischen den Zwergen und den Dunkelelfen verhindern. Wir befreien ihn. Prinz Khaira seufzt erleichtert. Euch sei mein Dank für meine zeitige Rettung. Nun muss ich aber zu meinem Volk eilen, um sie vor zwei gemeinen Fallen zu warnen. Zuerst hatte die Dunkelelfen nichts mit meiner Entführung zu tun. Es war Xanatas Helferin, Chintra. Sollen nun meine Leute versehentlich die Dunkelelfen bei der Suche nach mir angreifen, würden die Dunklen sie durch ihre Überzahl auslöschen. Des Weiteren werden sie auf der Suche nach unseren angestammten Heimat direkt in Xanatas Arme laufen. Wie ich aus Chintras Kommentaren entnommen habe, hat Xanata sein Hauptquartier direkt im Herzen unserer alten Stadt aufgebaut. Ich muss mein Volk finden und sie davor abhalten, die Dunklen anzugreifen oder zu stürmen. Werdet ihr mir beistehen, tapfere Helfer? Ja, werden wir. Khaira kommt zu euch. Ja. So, und jetzt müssen wir einen davon entlassen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wen würden wir entlassen wollen? So. Ich breche das jetzt erstmal gerade ab. Ah, der Zwerg ist weg. Okay, gut. Ja, so kann es gehen. Ich hätte gerne den Zwerg mitgenommen, aber gut, ist halt so. Kann man jetzt nicht mehr ändern. Passiert. Müssen wir mit leben. Okay, gut. Ich finde auch, wir haben unser Team so relativ gut zusammengekriegt, wie wir es sollten. So, bei X3 ist das übrigens in die kommen wir von hier in Ebene 11 eigentlich. Interessant. Außer durch dieses Runterspringen nicht. Aber es ist ja nicht schlimm, weil wir gucken uns einfach mal, was ist hier? 13. 13? Hä? Korrekte Reihenfolge. Okay. Ich mache hier mal ein Ding. Es ist ein Rätsel.
Also es ist auf jeden Fall ein Rätsel. Wir haben den Zwergenkönig befreit, also den Zwergenprinz befreit. Das heißt, oben passiert erstmal nichts weiter. Aber ich bin mal gespannt. So. So. Die Frage ist, wir gehen nach da. Gut, wir landen wieder da, also gehen wir nach da. Gut. So, runter. Da kommen wir nach da. Und dann sind wir durch. Denke ich mal, oder? Nö, sind wir nicht. Okay. Gut, also rein. Nö, das ist es nicht. Rein. Dann machen wir das mal wieder hoch. So. Jetzt sind wir wieder im Anfang. Also machen wir hier mal wieder hoch. Zack. Zack. Hier runter. Ah, jetzt sind wir in dem Raum, wo wir hin wollten. Perfekt. Hier ist eine Rüstung. Eine Rüstung. Was für eine Rüstung? Das ist eine schwere Rüstung. Da haben wir. Nee, die lassen wir hier liegen. Eine Plattenrüstung. Hier geht es nach oben. Da wollen wir aber natürlich nicht hin. Also gehen wir wieder zurück. Ah, okay. Jetzt haben wir sie ausgeschaltet. Wow, drei, das waren wirklich 13 Dinge. So, gut. Okay, haben wir hier auch geschafft. So, speichern. Den Weg haben wir nämlich gemacht. So, wir machen jetzt noch die andere Seite. Da ist zwar nichts drin, aber wir probieren das mal und gucken mal, was passiert. Oh, was ist denn da? Habe ich da was übersehen? Oh, da ist eine Nische gewesen. Okay, gut. Also hier rein. Rein. Und da kommt. Oh, nein, das war ins zweite. So, ah, da. Sehr schön. Nalmina ist aufgestiegen. Juhu, unsere Jägerin hat auch mal was hingekriegt und hat einen Stand nach oben gekriegt. Sehr schön. So muss es sein. Hin und wieder sollte das auch mal funktionieren. Oh, was ist denn das? Oh, Scheiße! Manche Sachen sollte man im Stream nicht sagen. Ich habe es jetzt aber gerade gesagt. Tut mir leid. Heieiei. Da war ich jetzt aber erschrocken. Komm doch da glatt. So ein Viech auf mich zu. So. Der hat zwei Dolche verloren. Warum auch immer. Okay, zack. Warum habe ich jetzt da zwei Dolche verloren? Das verstehe ich jetzt nicht, aber gut, ist halt so. Ah, da. Ah, nee. Kurz ausruhen und hoffen, dass es reicht, um unsere Livia wieder freizukriegen. So. Da mein Gifttrank. Gut. Okay. Warum auch immer jetzt gerade hier? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Warum sind hier die Pfeile, die wir gerade eins weiter vorne verschossen haben? Verstehe, wer will, ich nicht. Also eigentlich sollten die hier nicht liegen. Aber gut, ist halt so. Haben wir jetzt. Passt. Wunderbar. Ist in Ordnung. Was haben wir hier? Hier haben wir Rollen drin. Kritische Wunden heilen. Also ich nehme die mal mit. Auf jeden Fall. Was haben wir hier eigentlich für eine Rolle? Gift neutralisieren. So, hier haben wir noch eine. Flammenklinge. Das ist auch nicht schlecht. Da haben wir einen Zauberstab. Den brauchen wir aber nicht, weil wir haben keinen Zauberer. Und ja, genau. So, das haben wir jetzt hier erledigt.
Das heißt, wir machen jetzt hier eine Speicherung. Und so, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir haben das. Das haben wir. Da sind lediglich zwei Schalterdinger, die wir noch nicht hatten. Die werde ich jetzt aber gleich mal aufmachen. Weil ich will natürlich auch diese beiden Sachen. Ah, oh, seht mal einer, guck, was habe ich denn da entdeckt? Lähmung aufheben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich merke gerade, ich habe eindeutig zu viel Nahrung mit dabei, die ich eigentlich brauche. Noch mal eine Flammenklingenrolle. So. Gut. Gut, jetzt machen wir noch mal. Ah, das war der Gang, den brauchen wir nicht. So, wir haben das, das heißt, wir nehmen den mittleren Gang hindurch. Dann haben wir hier zwei Räume noch und wir gucken einfach mal. So, also, hier machen wir jetzt noch mal eine Ausruhen. So. Okay. Wir machen eine Speicherung. Und das ist jetzt unsere letzte Doppelaktion für den heutigen Tag. Dann sind wir nämlich auch schon wieder fast durch für heute. Und hier ist nichts. Okay. Hier ist auch nichts. Okay, ich will es trotzdem probieren. Okay, das war nicht gut. Wir machen hier eine Ausruhaktion. Rein, weil es mich interessiert. Ich bin einfach neugierig. Im schlimmsten Falle werden wir jetzt gleich alle ersaufen. Aber ist halt so. So. Gut, speichern. Also das Feuer haben wir gemacht. Jetzt machen wir noch das Wasser. Sag ich doch. Okay. Verstehe, wer will. Ich verstehe es nicht. Aber gut, ist halt so. Gut. Dann machen wir hier nochmal ausruhen. Dann haben wir das. Wir haben das. Wir haben in diesem Ding eigentlich fast alles gemacht. Ja, wir haben alles gemacht. Nein, wir haben alles gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zu diesem Platz, wo wir waren. Machen in diesem Raum dann unsere Ausruhsache. Und beziehungsweise unseren Speicherpunkt. Und werden dort dann das nächste Mal starten, um in Ebene 11 vorzurücken. Die Ebene 10 war sehr klein, auch wenn hier einiges an Fischzeug rumrannte. So, ich muss jetzt nur gucken, dass wir genau dahin kommen, wo wir hinwollen. So, wir müssen hier lang. Oh. Da war dann doch noch was. Also da hier rennt doch noch ein bisschen was an Viehzeug rum. Was nicht so ganz gut ist, wie wir sehen. Aber es passiert. Und wir kriegen das trotzdem hin. So. Zack und zack. Ich will jetzt noch zu diesem einen Raum. Auf jeden Fall, bei dem wir... das ist der erste falsche Raum. So. Hier ist irgendwo noch einer. Ich muss jetzt nur mal gerade gucken, wo wir jetzt hin müssen. Wenn wir da hoch kommen, müssen wir nach links. Also wir müssen so lang. So, nein. So, da war wieder einer. Rein aus Vorsicht heraus mache ich jetzt mal hier gerade zu, weil irgendwo rennt hier noch einer rum. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob ich genau da bin, wo ich hin will. So. Zack.
Zack. So, wir haben alles wieder eingesammelt. So, wir. Ah, da. Gut. Damit haben wir die auch alle ausgeschaltet. Ach ja, so kann es gehen. So, jetzt ist aber Ruhe hier im Raum. Und das ist das, was wichtig ist. So, das heißt, wir sind auch genau da, wo wir hinwollen. Das heißt, wir können jetzt hier noch die zwei Sachen einsammeln. Zack, zack. Und das da. Und dann können wir uns in diesen Raum reindrücken, wo wir hinwollen. So, wir gehen nach da. Zack. Und zack. Und sind genau da, wo wir hinwollen. So, hier machen wir jetzt noch eine Ausruhaktion. Ich mache mein berühmtes X. X, und heute haben wir den 19. 3. So, das heißt, wir machen jetzt hier auch eine Speicheroption. Ups, nein. Halt, eine Speicheroption. Speichern, speichern. So, genau. Und genau an diesem Punkt machen wir das nächste Mal dann weiter. Das heißt, wir werden jetzt das Spiel beenden. Ja, die Aktualisierung mache ich dann, aber nicht jetzt. So, ich wechsle ich mal in den Chatting-Bereich kurz. So, gut, wir haben für heute eine ganze Menge geschafft. Das freut mich und ich bin begeistert von dem, was wir heute geschafft haben. Wir haben im Endeffekt zwei gesamte Ebenen fertig gemacht. Wir haben den Prinzen befreit. Und einen Krieg zwischen den Dunkelelfen und den Zwergen verhindert. Jetzt müssen wir noch im Raum der Schalter eigentlich diesen Trank finden, damit wir den Zwergenkönig retten können. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, wo das Ganze ist. Wir werden das aber auch rausfinden. Ansonsten bleibt das Ganze einfach außen vor. Ist halt so, dann wird der Zwergenkönig halt nicht gerettet. Und. Aber das machen wir dann, sehen wir beim nächsten Mal. Rein theoretisch hätten wir jetzt noch zwei Ebenen vor uns, plus die Secret-Ebene für Xanadar. Und wir werden zusehen, was wir hinkriegen. Vielleicht haben wir das nächste Mal es dann endlich geschafft, durch dieses Spiel durchzukommen. Ich schätze aber mal, wir werden noch zwei oder drei Runden brauchen. Aber dann haben wir es geschafft und dann sind wir durch. Und deswegen sage ich euch für heute aus diesem Stream Tschüss. Bleibt gesund, euch eine schöne nächste Woche und wir sehen uns wieder. Bis dahin, eure Josie.